Das ist Max. Er ist Student und mal wieder knapp bei Kasse. Von seinem Nachbarn Herrn Ulrich, der bereits Rentner ist und bei dem am Ende des Geldes auch oft noch sehr viel Monat übrig ist, erfährt Max, dass die Saarbrücker Zeitung noch Zusteller sucht. Er erzählt Max auch, dass der Zustellerjob eine optimale Möglichkeit ist, den Geldbeutel aufzubessern. Max ist begeistert und bewirbt sich sofort. Schließlich kann er sich so nicht nur sein Studium finanzieren und sich das ein oder andere extra gönnen, sondern bleibt auch fit, da er sich als Zusteller viel an der frischen Luft bewegt. Zwar muss Max als Zusteller auch mal raus, wenn die Sonne auf sich warten lässt, er bekommt dafür jedoch passendes Arbeitsmaterial und entsprechende Arbeitskleidung gestellt. Außerdem hat er als Zusteller einen sicheren Arbeitsplatz, kann in der Nähe seines Wohnortes zustellen und erhält einen fixen Monatslohn, der sich nach der Größe seines Gebietes errechnet. Trotzdem fragt sich Max, ob er der Herausforderung gewachsen ist. Herr Ulrich kann ihn aber beruhigen. Max wird von einem erfahrenen Zusteller eingearbeitet und kann sich bei Rückfragen stets an seinen Gebietsleiter wenden. Und das Beste ist, Max kann nicht nur selbst entscheiden, wie er zustellt, sondern er hat auch freie Wahl, ob er in den frühen Morgenstunden Zeitungen austragen will und dafür den ganzen Tag frei hat, um seinen Hobbys nachzugehen, oder ob er tagsüber Postsendungen zustellen möchte, wie Herr Ulrich das tut. Egal, wie er sich entscheidet, Max ist überzeugt, den richtigen Job gefunden zu haben. Haben auch Sie Lust, eigenständig zu arbeiten und Ihr Geld zu verdienen, während Sie sich an der frischen Luft bewegen? Machen Sie Ihre Ortskenntnis zu Geld und bewerben Sie sich jetzt.